Und wir bleiben beim Flughafen, denn dass einem am Flughafen schon mal komische Figuren begegnen können, das ist durchaus normal. Wenn das aber Klingonen sind oder möglicherweise sogar Figuren, deren Name einem nicht mehr einfällt, dann liegt es wohl daran, dass am Düsseldorfer Flughafen die Fans ankommen, die zur Europas größter Science-Fiction-Convention anreisen. Da treffen die Fans nämlich ihre Stars aus Star Wars, aus Star Trek, und dann braucht man eben auch die passende Abendgarderobe. Sie kommen von überall auf der Welt, eingefleischte Sci-Fi-Fans. Auf der FedCon leben sie tagelang ihr größtes Hobby aus. Die Liebe zu Star Trek und Co. ist riesengroß. So groß, dass stundenlanges Anstehen für viele selbstverständlich ist, um einmal die Filmstars persönlich kennenzulernen. Ich habe mit 6, 7 Jahren angefangen, Star Trek zu lieben. Die allerersten Episoden, die erste Generation. Und ich habe nicht damit aufgehört. Wir haben uns über Stargate kennengelernt in Heidelberg. Und die Liebe zu Science-Fiction-Superhelden ist einfach sehr, sehr groß. Persönlichkeiten kennenlernen von den Stars. Das ist es, was wir hier sehen wollen. Ein Foto mit Stargate-Star Michael Chanks. Für den galaktischen Spaß greifen die Fans ganz schön tief in die Tasche. 50 Euro kostet hier ein Sekundenmoment. Ein regelrechtes Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass das teuerste Shooting bei 150 Euro liegt. Den Fans, aber auch den Stars wie Nichelle Nichols, bekannt als Lieutenant Uhura, scheint es Spaß zu machen. Ich wollte sagen, dass sie Mutter geworden ist. Ich treffe die Fans jedes Jahr auf der FedCon. Sie sind wie Familie für mich. Ich denke mir immer, Mensch, es ist so gut, dich wiederzusehen. Wie ist es dir in der letzten Zeit ergangen? Intergalaktisch gut, würden hier wohl die meisten sagen, wenn sie auf der FedCon tagelang in ein anderes Universum eintauchen und die Metallmuskeln spielen lassen. Früh übt sich, das Böse zu bekämpfen.